Damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Es freut mich sehr, dass ihr da seid. Hallo! Hallo, Freunde. Hallo, Friends! Hello and welcome to this Waschpulver-Shirt. Jetzt haben wir Mortal Kombat. Das war Eisenfunk mit Pong zuvor. Unglaubliche Unlimited Power aus Beat Saber, aus dem Beat Saber Soundtrack. Das war mal PlayStation VR exklusiv. Ein Glück kaufe ich Sachen immer so spät. Da hat man mehr von. Das sind die Sterne, das ist die Galaxie, das ist unendliche Weiten, meine Freunde. Unendliche Weiten. Servus Voodoo 5500, grüß dich. Mörtel Wombat. 100 Öllert, guten Abend allerseits. Ja, allerseits, guten Abend. Grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Welt, seid mir gegrüßt. Was holst du dir am Black Friday, was? Ich halte von solchen Aktionen überhaupt nichts. Ich habe heute einen 3950X bestellt. Keine Ahnung, wann der kommt. Ich habe den bestellt um 15.02 Uhr. Habe den in den Warenkorb gelegt. Da waren noch zwei auf Lager angeblich. Ich habe keine Versandbestätigung. Also insofern. Mal abwarten. Keine Ahnung, warum dein Abo nicht öllert. Bei dem einzigen Laden in Deutschland, der welche hatte. Ach ja, ist ja auch egal. Bestellt ist, bezahlt ist. Bananarama, man, Fieser aus Freezer, danke für dein Abo. Und Kubrax, danke dir auch. Fieser aus Freezer hat 2 Jahre voll gemacht. Vielleicht musst du nochmal announcen. Vielleicht musst du nochmal F5 drücken. Und Kachinka. Ja, wo wohl? Bei mindergiftig natürlich. Waren ja die, die es am ehesten dann gelistet hatten. Ja, das ist hier Chief Tech Dragon DX01BD. Manche nennen ihn auch schemenhaft CS601. Den haben wir am Samstag bearbeitet. Unendlich lange. 4 Stunden ist die Bastelnachtaufzeichnung. Leck mich in eine Tasch. Oh. Sonntagmittag liefer dann. Und ich höre nicht mehr auf den Chat, wenn ich in Retrobiosen unterwegs bin. Ich höre nicht mehr auf den Chat. Irgendwer hat mal gesagt, ich soll alles SCSI-mäßige deaktivieren und habe damit auch die Terminatoren deaktiviert. Und das war der Grund, warum sich Windows NT einen Wolf gesucht hat. Ich hatte nämlich am Ende der Bastelnacht um 3.30 Uhr oder wann es war, hatte ich ja Windows 2000 Installation gestartet und habe das einfach laufen lassen. 6 Stunden später war nichts. War immer noch am Stehen. Ja. Und dann auf die Fräse. Jedenfalls, ja, hier ist das Gerät. Ja, weil das jemand vorgeschlagen hat. Ich hab den Terminator deaktiviert. Wie gesagt, ich weiß genau, was ich da mache. Ich kann halt nicht so schnell schreiben, kann links, nur links gibt's aber. Oh mein Gott. Hoffentlich kein schlimmer Bruch. 25 Monate Premium-Unterhaltung. Vielen Dank, ja, vielen Dank für deinen Support, Freelancer. Granatenmäßig. Was geht ab? Bam. Technik, die begeistert, Freunde. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Ja, vor allem, wenn es Award-BIOS ist und P2B. Ich glaube, da weiß ich, wo der Hase läuft. Alle Terminatoren wurden abgeschaltet. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Keine Ahnung. Es will nicht klingeln. So, hier, Windows 2000 Professional. Und auf geht der Post. Ich muss immer F1 drücken, bevor Windows startet. Sagt er immer, er findet keine Tastatur oder was? Wo ist denn der RIP heute wieder? Der RIP ist zurzeit verhindert. Er lässt sich entschuldigen. Der ist zurzeit schwer mit Real Life beschäftigt und es passt einfach nicht dazwischen, dass er dann noch einen Stream raushaut mit entsprechender Motivation und Spaß an der Freude. Und das ist natürlich einfach nur für beide Seiten kontraproduktiv. Also von daher, der RIP pausiert zurzeit, genauso wie der Mattis auch. Und es ist so. Ne? Also erwartet Mittwoch auch eventuell ein Alternativprogramm. Möchte sich keiner darauf festlegen, ob der Madcow wieder eine Doppelschicht fährt, ob Madcow morgen überhaupt da ist, weiß ich auch nicht, weil er auch irgendwo angeschlagen war. Aber muss man halt mal sehen. Jedenfalls, während ich hier so laber, ist Windows 2000 tatsächlich hochgefahren. Es ist recht zackig unterwegs, meine Freunde.
Größtes Desaster war tatsächlich die Netzwerkkarte in dem System. Die Intel Pro 100, so wie sie sich schimpft. Und die... Ja, Intel, weiß ich nicht. Intel will halt nicht mehr so alte Dinger supporten, oder sie supporten es, aber sie machen es halt nicht richtig. Weil Windows 2000 ist ja Asbach. Wenn ihr nach dieser Netzwerkkarte sucht, nach der Intel Pro 100 MPCI, findet ihr so ein riesiges Treiberarchiv von Anfang November, wo angeblich alles drin sein soll. Du kannst die Setup-Exe aber auf 2000 nicht starten. Und du kannst alle Ordner durchsuchen, du findest nirgendwo einen Treiber, der passt. Aber der Mathe war dann so fuchsig und ist über eine Dell Support Page an den Treiber gekommen. Und jetzt habe ich Treiber für 2000. Ja. Das ist grandios. Ja, Matti, dann ist es super, wenn du zufrieden bist. Dann muss ich doch nicht das noch bestätigen, oder? Die ist bestimmt toll. Hast einen Bienenstich gekauft. Ja. Ja, ist der Matte echt rumgekommen und kam dann auf die Idee, dabei bei Intel zu schauen. Also bei Dell. Ja, ich war bei Vogons. Vogons hatte aber auch nichts für 2000. Die hatten nur DOS-Treiber für das Ding. Und das ist halt auch eine sehr zickige Netzwerkkarte, was das angeht. Aber wenn sie dann drin ist, dann ist alles tutti. Gringo, da der Controller nur einen SATA-Anschluss hat, den ich befeuern kann, weil der andere ein eSATA-Anschluss ist, ist nur eine Platte drin, aber schöne viele Partitionen, wie du siehst. Ja? System D, E, F, G, H, I, J und K. Ne? Wir wollen keine Partitionen, die größer als 137 GB sind, also habe ich hier jeweils so schöne 120er gemacht, damit wir da nicht in irgendwelche Schwulitäten kommen, dass sich das Dateisystem überschlägt und so, weil wegen 48-Bit LBA und schieß mich tot. Stört mich überhaupt nicht. Ich finde das saugeil. Da fehlt noch B. Ja, B fehlt, das stimmt. Wo ist denn B überhaupt? Warum habe ich denn CD... Na gut, B wäre ein Floppy. Sorry. B wäre ein Floppy-Laufwerk, aber wir haben nur ein Floppy drin. Ich hatte mal in einem System, hatte ich mal testweise zwei Floppies drin, das weiß ich noch. Ja, aber alles installiert, auch die Audigy 2, da hatte ich den Treiber noch rumfliegen, aber für die Netzwerkkarte tatsächlich 100, nicht. 100, guten Abend, Cracky Cheer 1. Servus, Noseborn. Grüß dich. Ja, auf jeden Fall super cool. Die Grafikkarte, die hier drin steckt, die hat mir einen kurzen Schrecken bereitet. Nach einer Grafikkartentreiberinstallation, Arti halt, wollte das Windows einmal nicht booten. Nach dem Reboot lief's dann. Gibt sich hier als Expert 99, Expert 2000 aus. Fantastic Shark gibt einem Kerstinler ein Abo aus. Woop, woop, woop. Awesome. Dennis Gaming Experience. Danke für den Host. Ja. Service Pack 4 draufgeballert. Das ist ja nur 130 MB groß. Der absolute Hammer. 130 MB für ein Service Pack 4. Wahnsinn. Und dann hier sehen wir halt die unglaubliche Menge von 1 GB RAM. 1 GB. 4x 256 MB Double-Sided SDRAM-Module auf einem fucking Asus P2BDS. Mehr geht nicht. Board Maximum. Puff. An die Decke. Und ich möchte heute ein bisschen was ausprobieren, weil ist ja jetzt gerade Threadripper, Fire-Laune und so, wie sie Intel im High-End-Desktop-Markt den Todesstoß gegeben haben. Und ich dachte mir, hey, wir gehen mal so ein bisschen auf Zeitreise und schauen in Richtung Gaming, was mit so einem Setup denn eventuell schön zu machen ist oder nicht. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ich sag ja, Kerstin, er ist ja mehr als genug. Doch, das Board kann offiziell 1,5 GB. Aha. Mit welchen Modulen, Tobias MX? P2BDS. Mit welchen Modulen? Wie? Das sind 4 Slots. Wie bitte? Wie? Wie? Schwöre, das ist das Maximum. Hier, wir können ja auch wieder hier. Pong! Hab ich was verpasst? Hab ich was verpasst? Ja, Mann, guck mal, hier läuft. Läuft! Schmeiß mal weg hier. Gute Nacht, Mari. Hau rein. Da guckst du hier. So, da.
Genau, 384 MB Module. Zeig mal her, das Ding. Musst du 512er nehmen und ein bisschen was abknipsen. Nee, also normal, das ist das Maximum. Ist einfach so. Ist so. Die Grafikkarte ist natürlich puppelig. Und ich habe das Star Wars Shirt nicht aus Spaß angezogen. Ich wollte was ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es geht, aber wir probieren es aus. Und insofern schmeißen wir jetzt die Grafikkarte raus. Ich habe hier eine andere Karte mitgebracht. Wo ist sie denn? Da oben. Neues BIOS für Tai Chi. Wuhu! Geil! 3x512. Es gibt 512er laufen nicht. Auf dem 440BX laufen keine 512 MB Module. Das sind zweimal Pentium 3 500. Da ging ja auch mehr. Ja, habe ich aber aus Respekt zum Rest meiner Retro-Armada, um dort möglichst starke Pentium 3s zu verbauen. Ich glaube, in Slot Pentium 3 habe ich tatsächlich Maximum 700er, zwei Stück, die da drauf passen. Die waren da auch mal drauf. Aber wie gesagt, ich habe dann halt so umgemodelt. Ja, Frank the Tank. Weißt du, ob ein gewisser Shooter mit der gleichen Engine auch dieses R-SMP Leerzeichen 1 unterstützt? Weißt du das? Aus dem Kopf? Weil das, was du ja genannt hast, darf ich ja nicht zeigen. Heise darf Artikel drüber schreiben, aber ich spiele es trotzdem nicht. Ah. Guten Abend. Wer hat guten Abend gesagt? Max könnte mir noch zwei schicken. Copper Mines mit 100er FSB. Kupferminen. Ist voll geil, wie das rote Kabel da raussticht. So. Guck mal hier. Wir haben diese Karten früher so viel verkauft. Abbott Siluro. Und das ist eine GeForce 4 mit nix. Mit RAM. Keine Ahnung, was die hat. Wahrscheinlich 64 MB. Andere würden auch sagen, das ist eine sehr potente GeForce 2. Ist eigentlich zu stark für das System. Also das heißt, wir werden gnadenlos bottlenecken. Die Grafikkarte. Aber da es gewisse Spiele gibt, die da eventuell Unterstützung bieten, können wir da voll sehen, was es bringt oder nicht bringt. Was mit dem Sternshirt hier? Guck mal hier, da sind die Sterne. Siehst du? Da. A long time ago in a galaxy far, far away, there was a cracky who is Beat Saber süchtig. Was hat der Mundraubritter? Wird hier heute noch Jedi Outcast versucht? Ja, natürlich! Denkst du denn? Selbstredend, Mann! Und, auch wenn es die GeForce 4 mit nix ist, die GeForce 4 mit nix war eigentlich eine sehr geile Karte. Sie war recht leistungsstark, ziemlich potent. Ihr hat natürlich dann irgendwann mal irgendwo die mit GeForce 3 neu eingeführten Pixel Shader gefehlt. Aber ansonsten war die GeForce 4 mit nix MX halt. Also die schlimmste Grafikkarte, die Nvidia jemals rausgebracht hat, war die GeForce 2 MX. Das war die schlimmste Karte der Welt. Boah, war die furchtbar. Die war so furchtbar. Ich habe 400 Mark bezahlt. 400 Mark. Und die war so kackelahm. Dann habe ich die voller Frust weiterverkauft und habe mir eine Voodoo 5500 geholt. Dann lief Spiel A wieder... Spiel A lief so geil. Spiel B lief okay. Und ich war immer einer, der zwischen beiden Spielen hin und her gehüpft ist. Ihr wisst schon, die einzig waren Multiplayer-Shooter. Die ersten, die rein Multiplayer waren. Und danach hätten sie eigentlich keine Fortsetzungen mehr machen müssen. Die hätten keine Fortsetzungen mehr machen müssen. B lief okay. Ja. Aber GeForce 4 MX war eigentlich ziemlich okay. Aber wir machen sie erstmal ein bisschen schauber. Servus Penner. Und wir haben viele Siluros verkauft damals. Das waren so schöne Pyramidenkartons. Waren ziemlich lustig. Wir machen erstmal frische Paste drauf.
Pasta aufs Brot, da ist was drauf. Müssen wir hier einen Stift ziehen? Ich glaube nicht, Tim. Ja, da fehlt der HDMI, DVI, Entschuldigung. Der digitale Anschluss fehlt. Den haben sie wegrationalisiert. So. Habe ich das irgendwo gesehen? Ich meine, es könnte natürlich auch Worst Case sein und es ist eine MX-420. Das war die schwächste. Es gab drei Versionen davon, die sich maßgeblich, glaube ich, beim Takt unterschieden haben. Aber korrigiert mich, ich weiß es nicht ganz genau. Ob die dickeres Speicherinterface noch hatten, glaube ich nicht. Es gab die MX-420, MX-440 und MX-460. Und ich weiß gerade nicht, ob das gut ist, was ich hier mache. Ist da vielleicht doch ein Stift drin von oben? Löten wir ein DVI nach. Ohne mich. Okay, ich hab's mal rausgezogen. MX-64 hatte sogar ein RAM hochgezählt beim Starten. Ach du Schande. Paul Slash, grüß dich. Ich glaube, mit dem Kühler hier kannst du auf jeden Fall so einen Ryzen 536 kühlen. Also müsste eigentlich gut gehen. Für 3 Minuten. Vor allem, ich weiß auch nicht, ob der Lüfter läuft. Ich weiß auch gar nicht, ob die Karte funktioniert. Aber wir probieren es aus, Freunde. Ja, die 460 war so schnell wie die GeForce 2 Ultra. Ne, die Performance war geil, aber der Karte haben halt Features gefehlt. Das war dann spätestens Schluss, als Elder Scrolls Morrowind rauskam mit seinem Quecksilberwasser, wo uns allen die Kinnlade runtergefallen ist. Da war dann Schluss mit lustig bei den Karten. Aber mit älteren Titeln haben die performt wie die Sau. Das erste passte. You can set it sharp. Sharp it up. Diese schön blauen PCBs. Geil. That's a cooling solution. Let's clean this up, shall we? Mit welchem Ryzen 7? Es gibt ein paar mehr als nur einen großen. Aber das Killer SLI ist wie das Gaming K4. Es ist in Ordnung. Es hat nur einen schlechteren Soundchip drauf. Aber sonst? Die Silikonpaste, wie hieß die nochmal? Wärmeleitpaste. Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du die Amazon oder was? Der 27X, luftgekühlt, funktioniert. PBO würde ich vorsichtig mit sein. Fantastic Shark haut 3 Stück raus. Holy moly. Atlan 3000, Cybermark 1993. Holy shit. Und huhuhuhu. 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 Vielleicht hätten wir sie auch zuerst testen sollen, bevor ich hier die Paste wegmache. Aber egal. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon. Ah, guck mal hier. NV17. Wissen wir jetzt schon, was das für eine Karte ist? Nee, oder? Amazon Terminator 12. Wenn das eine GeForce ist, das weiß ich auch. Die Elkos sehen okay aus, glaube ich. Sind eh nicht viele drauf. Leck mich am. Hier, guck mal hier oben. Leck mich am. Ja, das ist ein GeForce 2 Chip, das ist klar. Aber hier, GeForce 4 mit nix. Das ist ja...
Das ist ja Resteverwertung gemacht. Die haben den A vergessen. Da müssen wir eigentlich nachtragen, oder? GeForce VMX, THH. THH. Was? 410 Go? Ne, das ist doch kein Mobile-Chip. Ist ja AGP4-fach, ist es klar. So, wir müssen hier ein bisschen pinseln. So fett! Dann lieber ein A nachtragen, ja. Go is mobile, yes. 16 MB wäre schon. Also die gab's, meine ich, mit. Vor allem mit 64. Nintendo 64. Also mit 16 MB eine 4MX? Ernsthaft? Ja, wäre auch okay. How did you gain so much weight? Maybe food? But hey! I can blow very well. Holy guacamole! Ich wäre mal besser vor die Tür gegangen. So. Bis gleich, Freunde. See you in hell. Well, it has to be food because I'm mostly drinking water. Water, as they might say in the Netherlands, with gas. Wasser mit Gas. Kennt ihr das in Holland? Wasser mit Gas. Wasser mit Gas. Ich wollte gucken, welche Mülltonne raus muss, aber ich weiß es leider nicht. Weil hat ja kein anderer gemacht. So, Freunde. Hey, cool. Super. Da hat er mal durchgepustet. Ja, natürlich haben die 32 oder 64. 16 MB. Das ist ein Go ist ein Mobile Chip. Das erste Ergebnis muss nicht immer richtig sein. Wollen wir fragen, was für ein Kühler man für ein 37X nehmen soll? Der Boxkühler wird mir zu laut, zu heiß. Aber sie werden R15. Ja, versprecht dir nicht zu viel von einem besseren Kühler. Was die Temperaturen angeht. Hast du den Box mal so konfiguriert, dass er leise bleibt oder im erträglichen Bereich bleibt bis 70 Grad und danach soll er langsam steigen? Hast du das mal probiert? Mach dich nicht bekloppt wegen Temperaturen dort. Ansonsten Thermalride Aro. Mein Tipp, wenn man ihn kriegt, preis-leistungsmäßig super. Nur den Aro, nicht den Macho, weil der Macho ist konvex. Also die Bodenplatte vom Macho. So. Die Pinöpel, Mann, ist da viel Staub dran. So, jetzt Alkohol. Alkohol ist Sanitäter in der Nord. Und dann sollen wir Stil echt die Amazon nehmen? Natürlich. Ja, es ist die T12. T12. Ja. Amazon, wir haben Pasti. Ich will mir den ja auch originalgetreu wieder herstellen, nicht wahr? Prost! Also rein von den Temperaturen her
Musst du da. Also stell dich nicht auf so einen gigantischen Unterschied ein. Wird beim Zocken so um die 75 bis 80. Ja, ist doch okay. Dann heizt deine Grafikkarte vermutlich das Gehäuse gut mit. Aber wenn er dann zu laut ist in dem Moment natürlich, ja okay, dann. Wie gesagt, Firmware Aro. Das sind halt 7 Nanometer, die kriegst du halt nicht so schnell. Da kriegst du die Hitze nicht so schnell von weg transportiert. Das ist einfach so. Na, also der Unterschied wirklich von einer so einer Custom AIO vom Boxkühler aus, das sind im besten Fall 20 Grad. Unter Volllast. Mehr holt es aber auch nicht raus. So, machen die Kontakte hier auch mal sauber. Ich weiß ja nicht, was mit der Karte ist. Und then we apply the paste. Ja, guter Sprung, oder? Performance geht ab, oder? Schon ein Unterschied, ne? So, wir verstreichen mal. Wunderbar. Banana Rama Man, yeah. Danke fürs Abo. Ich glaube, die steckt man durch und dann ist gut. Der Flo, Dankeschön. Ach, viel zu viel. Klappe halten. Was ist ein Quatsch. Das isoliert. Die brennt gleich ab. Entschuldigung, wenn ich so frech bin. Aber ich denke, wir verstehen uns. So, wo machen wir das denn hier? Wo müssen wir hin? Dahin. Und dahin. Ist ja meine Grafikkarte. Ich meine es gut mit meiner Grafikkarte. So. Ha. Like new. New like a baby Popo. Board-Tipp für ein 27X. Ja, mein Board-Tipp, den kennen alle. X370 Taichi. Das ist ein bisschen teuer. Aber es ist halt ein gutes Board. Wenn man wirklich einen Unterschied haben will. Hand Metal Sandwich! Awesome! Looks like new. Ist hier noch so. Da ist noch so ein bisschen. Die Blende schief. Pinsel durch, das ist eh nicht viel Anpressdruck. Da muss schon ein bisschen Paste dazwischen sein. So. Nur zart drauf. Das war zart. Ihr vertut euch immer. Igor hat's genauso gemacht. Hey, weißt du? Jedes Mal. Jedes verflixte Mal. Nächstes Mal dreh ich die Kamera weg. So. Packen wir die Paste wieder auf Seite. Hoffentlich darf ich das. So. Und jetzt müssen wir nach dem Treiber schauen. Ja. Oh mein Gott, 1 Grad Unterschied. Ah! Schauen wir mal bei Vogons Archiv. Ah, falsche Tastatur. Vogons Driver Library. Weil bei Nvidia bekommst du ja auch nichts mehr. Und den aktuellsten sollte man gehörigst nicht nehmen. Graphics. Die aktuellsten sind nämlich ziemlich meh. Welchen brauchen wir denn? Wir brauchen einen für 2000. Was nehmen wir denn da? Irgendwie so ein 60er oder so, ne? 6177. Hört sich gut an. Komm mal her. Detonator. Unterstützt GeForce 4MX. Wunderbar.
Das ist ein guter Treiber. Ja, damit. Click to begin the download. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich bekomme den Treiber. Ich hasse die Netzwerkfreigabe in Windows 2000 so krass. Ich hasse sie so krass. Aber ich habe meinen alten File-Server angeschlossen. Gestern Abend. Ja. Den mache ich jetzt an. So. Dann können wir nämlich gleich vom Windows 10 PC auf den File-Server schieben und vom 2000er uns das rüberholen. Yippie! Derweil. Ne, den installieren wir noch nicht, den Grafikkartentreiber. Ah, schön, oder? Und packt die Paste vollkommen anders auf die Seite. Du hast die Paste falsch auf die Seite gepackt. Ach, verflixt. Na gut, nächstes Mal andersherum. Das X370 Taichi für 177 Euro bei JZ Elektronik kaufen ist gleich das aktuellste BIOS drauf. Bams! Pre-tested. Also optisch, lass die Optik entscheiden. Mir gefällt das 370er persönlich besser. Von der reinen Performance geben die sich überhaupt nichts. So. Ach so, jetzt muss ich erstmal hier fummeln. Wo ist denn hier Netzwerk? Einfach einen Explorer öffnen, ne? Müsste eigentlich gehen. /, Retro PC 32. Okay, erst Netzwerk. Man muss das auch richtig schreiben. Retro PC. Verdammte Axt. 32. Enter. Komm schon. Ah nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe hier das. Ich habe hier den Dienst noch nicht installiert. Oh no. Ah, da muss man ja den fucking alten Dienst installieren. Kann man das on the fly? Wie hieß der noch? Direct Play ist drauf. SMB, CIFS, Freigabe, schieß mich tot. Erforderliche Daten werden gesucht. Hoffentlich muss ich nicht neu starten. Jetzt neu starten. Nicht neu starten. Ach, Schande, ey. Ich will nicht den Stream neu starten. Ist voll doof. Wie machen wir das denn jetzt? Habe ich an meinem Haupt-PC einen Ordner freigegeben? Dann schiebe ich es auf meinen Haupt-PC und dann vom Haupt-PC darüber. Oder geht das doch on the fly? Nein, der Dienst ist nicht gestartet. Dann mache ich mal meinen Haupt-PC an. Ich starte jetzt nicht den Stream neu, da unterhalten wir uns lieber. Bla 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 bla. Oder komme ich vom Haupt-PC auf den 2000er? Wie gibt man denn beim 2000er was frei? USB-Stick! Jackpot! Super Idee! Mann, manchmal ist das so einfach. Den nehmen wir. Das funktioniert nämlich. Das habe ich schon gemacht. Ah, siehst du mal. Manchmal ist die einfachste Lösung, ja, die liegt einfach direkt vor der Nase und du machst es nicht. Ah. Ist das ein englischer Treiber? Oh wei, hoffentlich geht das gut. Zack. Voll den Ohrwurm. Ich musste mich vorhin echt duschen. In einer Dreiviertelstunde Beat Saber. Alter Verwalter. Das T-Shirt kannst du ausbringen. Habe ich nicht gemacht. Morgen stinkt's im Keller. So, jetzt haben wir es hier rübergepackt. Und jetzt stecken wir den Stick an. Stick on! Ja, ja, ja. In der Theorie ist das alles super easy. Mich hat's immer so abgefuckt. Sowohl unter XP als auch unter 2000. Also insofern
Ist jetzt Kaffeelatte. So. Ach ja, jetzt muss ich hier. Hallo, mein lieber Stick. Kommen Sie her. Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Komm vor. Laufen die dreimal an den Brexit eigentlich da noch? Well, guck mal, hier kommen Windows-Updates. Was geht ab? Bleiben Sie mit Updates auf dem neuen Stand? Was geht ab? Assistent für automatische Updates. Den Computer auf dem neuesten Stand halten. Updates automatisch downloaden. Ja, wundervoll. Mach mal. Sie haben das fertiggestellt. Voll geil. Wo ist denn der BIOS-Bernie jetzt? Da ist er. So. Hier sind so ein paar BIOS-Dateien drauf, so drei Stück. Da. Zu den Download-Zollzahlen. Nein! Okay. Und jetzt kicken wir mal den AT-Treiber runter. Besser ist es. Ah, da war das doch schon. So. Wollen Sie die Expert entfernen? Natürlich. Nein, nicht neu starten. Wir fahren jetzt runter. Es fährt relativ zackig runter. Kein Bild. Hardware an Hans Peter ist erzürnt. Not amused. Sozusagen. So, dann holen wir mal den Schraubendreher raus. Das sind die einzigen Schrauben, die ich heute schrauben werde, hoffe ich. Hoffentlich. Ach, mit der SSD. Ja, aber die SSD geht dann über kurz oder lang kaputt. Weil es gibt halt kaum noch SSDs, die die entsprechende Software dabei haben, damit die ihre Dump Collection machen. Und dann beschreiben die immer die gleichen Sektoren und dann im Arsch. Im Arsch. Also insofern, da kann ich immer Kopf schütteln für Leute, die das unterhalb von Windows 7 machen. Das ist einfach nur nicht gut. Windows 2000 hatte auch eine schöne Startmelodie. Okay, wir richten das ein. Kriegen wir hin. So. Headset mit mehreren Lautsprechern drin bin ich raus. Ist überhaupt nicht mein Ding. Halte ich auch persönlich für, weiß ich nicht, nicht so toll. So. Als dann, wo ist denn hier der Ton? Wo ist denn der gute Ton hin? Toni! Ach, hier liegt der Ton rum, siehst du. Tonmann an grün. Dann hören wir uns jetzt gleich gemeinsam, wunderschön, die Startmelodie an. Kannst du bei Windows 10 auch wieder aktivieren. Worauf spricht der jetzt an? Was habe ich vorhin für Mumpitz verzapft? Oder unterhaltet ihr euch gegenseitig? Fährt schneller runter als hoch. Selbstredend. Ich fahre mal ab und runterfahren. Ich fahre mal kurz mein Hauptsystem runter. Du hast jetzt nichts Zuckermelon hier. Was ist das für ein Ding? This is a highly recommended update. Store MI update. Nee, jetzt nicht. Warum kommst du jetzt mit Store MI? Gibt's doch gar nicht. So. Achso, Startmelodie in Windows. Windows 10. So. Als dann. Reißen wir mal diesen Regler hoch. Wenn wir es jetzt pitchen hören, wissen wir Bescheid. Ah, Netzteil aus. Netzteil an, Feuer frei. Was hat denn für ein Geratter? Ach, der Lüfter. Nein! Oh nein! Okay, der Lüfter rattert, wenn er stehen bleibt. CS, was? Niemals! Ja, die Garbage Collection. Warum ratterst du denn, wenn du losläufst? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil er hängt oder so. Warte, das ist nur der AGP-Port. Das kann nur der AGP-Port sein. Muss da hinten richtig rein. Die funktioniert noch. Die muss noch funktionieren.
Es ist ein Benetton. Ich bin sicher, dass sie sich berührt haben. Fuck. Schade auch. Wäre schön, wenn die funktionieren würde, aber dass GeForce-Karten kaputt gehen, wundert mich nicht. Ich hab nicht sonderlich viele Karten in dieser Leistungsklasse, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist mein Masterplan voll gescheitert. Aber wir haben ja Kisten hier. Wir können ja mal durchgucken. Wir finden bestimmt noch was anderes. Lüfter läuft. Vibriert ein bisschen, aber der läuft. Keine Ahnung, warum der so rattert, wenn er losläuft, aber drücken Sie mal hinten. Ich habe ja die Kontakte sauber gemacht. Es kann auch sein, dass die Karte im Speziellen hierauf nicht will, aber eigentlich müsste es gehen, aber es kann sein, dass sie ein bisschen zu viel Saft will. Nichts mehr machen. Jetzt hat er das BIOS-Setting vergessen. Nee, das ist halt einfach AGP-Desaster. Das ist ganz typisch. Quick Power on Self, das ist doch an. Was ist denn da los? Verstehe ich nicht. Warum hat er den RAM so langsam hochgezählt? Warum ist der Bildaufbau so langsam? Ich glaube, der Grafikkarte geht's nicht so gut. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Mit Retro-PC ist das auch wieder angefangen. Ja, wunderbar, Volker. Smash, guckst du hin? Warum zählt er den RAM so lahm hoch? Also irgendwas ist mit der Grafikkarte nicht so gut. Ja, Maurice zockt, wir probieren eigentlich eine Kleinigkeit aus. Also normalerweise zählt er den RAM wesentlich schneller hoch. Und der Quick Power on Self-Test ist an, sonst würde er den RAM ja dreimal zählen. Aber das dauert alles viel zu lange. Guck, Smash, guck! Hast du gesehen? Pinke Gefahr ist ganz normal, das ist die Capture-Hardware. Beim Switch auf diese 70 Hertz Auflösung. Verhält sich etwas suspekt, aber mal abwarten und Tee trinken. Wir haben ja den 3D Mark 2000 drauf. Mal schauen, ob wir jetzt einen gleichen Startsound hören. Das wäre ja toll. Wo sind wir denn dran mit dem Audio? Audio Gaga. Da, ne? Ja, das ist out, das ist der, das ist der. Also muss der oben bleiben. Auf NT-Technologie basierend. Ich hatte den nie. Ich hatte den TX-103. Der war... Vom Innenleben war der identisch. Der war aber grau und ohne Klappe vorne. Es läuft ziemlich lahm jetzt gerade. Habt ihr das gehört? Di-di-di-di-di. Aber wir abbrechen. Wir brauchen hier ein bisschen mehr Pegel, liebe Soundbläser. Da muss doch was gehen. Steckt schließlich eine Audigy 2 drin?
Antivirus should be disabled. There's no antivirus. Ain't got no antivirus. Dank mir hast du schon 9 Retro-PCs. Oh mein Gott, jetzt muss ich mir aber ein bisschen... Das ist eine 440er, ja geilo! Super! 440, super! Granade. So, Reboot tut gut. Oh, da kommen schon die ersten Prognosen rein. In 1024 bei 16-Bit. Tobias ist bei 5 und baut gerade Nummer 6. Ja, gibt bestimmt einige Frauen, die mir den Tod wünschen. Weil ihr mir zuschaut. Ah, großartig. Windows wird gestartet. Der Fun Fact ist, ich habe die Karte jetzt so ein bisschen nach hinten. Also, ich habe sie, sie ist so ein bisschen so drin. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist eine typische Schwachstelle beim AGP, ist so das letzte Drittel vom Slot. Ja, also ich kann die hier auch nicht festschrauben gerade. Da. Seht ihr das? Da ist noch ein Abstand dazwischen. Was ist denn, wenn Frauen zugucken? Ja, dann fluchen die Männer. Hoppala. Frauen selber Computer folgen. Ja gut, das ist ja auch eine Möglichkeit. Hey! Clarissa, was guckst du hier zu? Cookie, was guckst du hier zu? Penner, was guckst du hier zu? So, jetzt mal hier mit Dampf. Cheer 100, Cracky, hast du dir auch Nvidia Coolbits runtergeladen? Cheer 100. Coolbits habe ich tatsächlich noch auf dem Retro-Server-System. Sollte ja das gleiche Brot sein, auch unter 2000, oder? Ja, TerraTech hat ja auch mal Nvidia-Karten gemacht. Aber das ist schon geil. MX440 Treiber ist drauf. Die Mädels bleiben hier. The Mädels stay. Yo, bleibt hier, bleibt hier. Ich will euch auf keinen Fall verscheuchen, um Gottes Willi. Performance Graph. Holy guacamole. Es gibt ein Performance Analysis. Show graphs only, show graphs and legend. What geht ab? Performance and quality settings. Vertical sync. Application controlled. Aber das ist natürlich nur für Direct3D. Screen adjustment, display timing, bla bla bla. So, auf geht's, 3D Mark. Auf wird hier sehe ich. Bleibt aber noch die Frage, warum der PC so lahm läuft mit der GeForce. Naja, solange sie läuft, ist das doch... Vielleicht müssen wir sie erst bekannt machen. Das ist jetzt Hardware T&L, das sollte schon ganz okay performen. Ne? Die Karte kann ja ganz gut was ableisten. Also, das ist ja... okay, ja, bootet lahm, ist jetzt da so halb schief im Slot drin. Ist eigentlich egal, weil das Ding läuft ja als Server. Das heißt, diese schöne Karte bleibt auch nicht in diesem System drin. Die Karte freut sich eher über so einen schönen Athlon noch darunter. So ein Athlon XP oder sowas, so einen kleinen. Dann ist es auch ein stimmiges Gesamtkonzept, weil die Karte zieht halt verdammt viel Strom verhältnismäßig über den Slot. Das konnte damals bei 440BX problematisch sein. Und in das Ding kommt ja auch dann auch wieder die ATI rein hier. Ja, so ein 3,3 Volt Flaggschiff. Rage 128. Die war ganz viel. Das sieht aus wie die Waffe aus meinem Lieblings-Multiplayer-Shooter, den ich irgendwann mal 24 Stunden lang streamen werde, wenn er vom Index ist. Gab's auch Akimbo-Modus.
die Demo uns noch geben. Ah ja, können wir machen. Ja, ja, wir haben ja Zeit. Ist ja noch... Naja, ja, es geht so. Wir machen Folgendes. Wir geben uns die Demo zum Abschluss, okay? Man ist auf dem Index. Naja, der wurde ja erst 2002 indiziert. Also 2027. Oder die kommen mal auf den Trichter, dass Fortnite nicht mehr hip ist. Ach ja. Bei dieser Demo musste ich immer an Vampire the Masquerade Redemption denken. Das ist schon geil, wie das performt. Wegen der Grafikkarte. Was hast du mit der Ryzen-Pyramide vor? Ja, die ist halt da, ne? Wir sind ja im Team mit 7 Mann. Davon sind 5 PCs komplett direkt von mir betreut. Und ja, die Kartons nehme ich. Eine 5.8 Ultra hatte ich nicht, ne? Noch höher bauen. Naja, das ist ja nur temporär, das Ding da hinten. Meine Güte, meine Wampe, ey. Aber ich arbeite dran. Fühle mich sehr gut dabei. Ich habe auch heute dann... Das ist das Tödlichste, was du machen kannst, wenn du VR zockst und Bewegungsspiele und du anfängst zu dampfen selber und du bist Brillenträger. Das Tödlichste, was du machen kannst, ist Pause machen. Weil danach, wenn du die Brille wieder aufsetzt, beschlägt dir so gnadenlos deine eigene Brille. Und dann habe ich dann am Ende die Brille mal weggelassen. Und ich bin ja weitsichtig und habe aber auch eine leichte, ich neige zu schielen. Und ich glaube, dann habe ich tatsächlich VR in 2D gespielt. So zumindest, es war so 2,5D. Ich habe manche Blöcke nicht auf mich zufliegen sehen, aber es ging eigentlich ganz gut. Ich habe hübsche Augenbrauen, ja, wunderbar. Aber ich wollte halt weitermachen. CPU-Speed, oh oh. Jetzt kommt der ganze Test nochmal in Software. Hübsche Locken, ja. Frohlocken sie. Ne, so macht man CPU-Tests, so machen sie es ja heute noch. Auflösung 4x3 Pixel und dann alles CPU-limitiert. Du hast kein räumliches Sehen, ja. Das habe ich ohne Brille halt auch nicht. Handicap VR, auch mal eine Challenge. Es ging gut. Und man merkt auch, wie man immer besser wird. Das ist schon geil. Manchmal setzt leider die Erkennung vor allem bei der rechten Hand aus. Ich glaube, ich brauche noch mehr Licht im Wohnzimmer. Ja, 1024 ist schon eine Ansage. Und jetzt einmal mit Multitexturing. Dann geht der Post durch die Decke. Das ist eine erotische Schwungmasse. Oh, jetzt schmeichelt die mir aber. Ja, es ist halt. Es ist wie es ist. Ich bin so wie ich bin. Yay! Jetzt kommen gleich immer mehr Lichtquellen dazu. Four Lights. The High Poly Count. Das performt saugut mit Hardware T&L. Und jetzt 8 Lichter. Yippie! Das war High Polygon Count damals. Moin Moin Cyber Uno. So, jetzt AGP Texturing, 8 MB, kein Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel RAM hat die denn jetzt? 32 oder 64? Haben wir das gesehen? Ich glaube nicht, ne? 16 MB wird auch kein Thema sein. Way. 64? Boah, geil. Das heißt, das 64er wird wahrscheinlich ein minimal stocken. Naja, er packt einfach immer mehr Texturen rein. Das heißt, der Tunnel wird immer dicker texturiert. Beziehungsweise mit generierten Texturen. Das heißt, wir packen den Texturspeicher der Grafikkarte voll. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz flüssig sein um die Ecken. Ja, da hat man es kurz gesehen. Aber es funktioniert sehr gut eigentlich. Dann ist es auf jeden Fall eine 64er. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir ist. Mein linkes Auge ist auf jeden Fall das Schwache. So, Bumpmapping, klassischer Style. Die schlampige Version in 3 Durchläufen. Ne, das ist die schöne Version. Sorry, das war die schöne Version. Es wird jetzt immer schlampiger. In 2 Durchläufen, das sieht noch fast identisch gleich aus.
In einem Durchlauf wird's aber dann meh. One pass. Oh ja. Gute Bumpmapping. Simulierter Text. Environmental Bumpmapping kann sie nicht. Und 2913. Also knapp an den 4000 vorbei. Aber ist schon okay. Lohnt es sich, eine 1050 neben einer 89 Ti einzubauen, um im Office-Betrieb Strom zu sparen? Verrückte Sache. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Oder? Weiß gar nicht, wie gut die das können. Können die es abschalten? I don't know. Jedenfalls, das ist sehr geil und es lief durch. Super cool. 64 MB also. Definitiv. Die Tastatur ist nicht eingesteckt, weil ich einen USB-Stick drin habe. Verdammt. LeodCat, wir machen an dem Server weiter von Samstag. Er läuft mittlerweile hier, wie du siehst, Windows 2000 und dualer Wahnsinn. So. Und jetzt... Oh, sie haben einen Massenspeicher gezogen, ohne ihn vorher auszuwerfen. Wie können sie? Wasserlaube. Genau, Coolbits wurde vorhin in den Raum geworfen. Ist ja richtig so. Gehen wir mal auf den Retro-PC 32 rüber. Okay. Ja gut, Valensina, das ist okay, ja. Ich mach das aber eigentlich nicht. Ich nehme es dann immer so, wie es ist. Das heißt, entweder liegt das Ganze dann halt einfach auf CDs oder ich zieh's halt übers Internet, übers Netzwerk. Dann ist das eine mit 64-Bit Speicherinterface. Oh no! So ein kastriertes Ding. Sowas gab's auch. Oh. So, Treiber. Registry Tweak. Cool Bits. Pong. Zong. Kopieren wir auch mal rüber. Jetzt sollten wir VSync abschalten können, auch in OpenGL. More Direct 3D. Clock Frequencies. Ja, hier können wir noch über Takten, wenn wir Bock haben. Refresh Rate and Driver Display Timings. Steht das hier eigentlich irgendwo? Irgendwie nicht, ne? Refresh Rate Override. Das war auch so ärgerlich am Anfang bei 2000, dass der, AGP zweifach, 64 MB. Muss ich neu starten? Eigentlich nicht, oder? Dass der Dingensbummens hier, wie hieß er noch? Dass es 60 Hertz Problematik gab. Es hat immer nur 60 Hertz gehabt. Steht auf Application Control. Ja, aber das ist ja eigentlich nur das Direct 3D Setting, oder? Oder ist das in dem Treiberpaket schon drin? Könnte sein. Ja, wir schalten ihn mal aus. Ja, ich habe ein schönes Spiel hier. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir probieren es aus. Star Wars. Jedi, The Jedi Outcast. Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Eine CD-ROM. Großartig. Schmeiß mal rein. Was? Ist das mit Quake 3 Engine? Windows 2000 wird auf jeden Fall offiziell supported. Pentium 2 oder Athlon mit 350 MHz oder höher. Fun Fact, es gab keinen Athlon mit 350 MHz. Mich hat
bei dem Spiel massiv gestört, dass du Lichtschwert nur in Third Person hast. Bitte wählen Sie die Komponenten, die Sie installieren möchten. Na, ich möchte auf jeden Fall sagen, wo es hin installiert werden soll. Lieber Chat, J ist, glaube ich, geil, oder? J ist super. Einfach auf J. Jedi Knight 2. Ja, bei einer dicken CPU läuft es auch mit der 5 gut, ne? Weißt du, ob es ob es SMP-Support hat? Oder haben die den rausgestrichen hierbei? Ja, wahrscheinlich gab es nur Mod. Aber allgemein fand ich es, hat es nicht so gut gezündet wie das erste Jedi Knight. Die J ist im Himmel. Jedi Academy habe ich tatsächlich nie gespielt. Yuno Shumi, moin moin! Chiel 1000 für die gute Arbeit. Ja, danke, Alex the Big Boo. Wir danken dir. Gab es eine Funktion, die nannte sich Amsit. Ist das jetzt wegen Lichtschwert oder ist das jetzt wegen Multi-GPU? Multi-CPU, Entschuldigung. Himyum, Servus. Weil ich möchte ja am liebsten beide Pentium 3s benutzen bei dem Spiel. Ich denke schon, dass das einen Vorteil bringt. Und X-Wing. Yippie! Standalone Add-on, okay. Es hat mir... Also ich hab's nicht sonderlich weit gespielt, aber es hat mir zu wenig die Welt atmen lassen. Es war mir zu viel Shooter. Es hört sich blöd an, weil es ein Shooter ist, ja. Aber... Mit Amsit neben dem Spielfeld gesessen, okay. Single Player Mode. Ne, also bei Quake 3 Engine basierten Spielen gibt es eigentlich ein Konsolenkommando. Aber es ist natürlich die Frage, ob die Hersteller das übernommen haben oder nicht. Das ist der Moment, wo der Stream nicht mehr monetarisierbar ist wegen Star Wars Soundtrack. Ja, eigentlich müssen wir auf 32 Bit gehen, damit es schön ist, aber ich denke, wir bleiben einfach mal auf 16. Wie war denn... Okay, Konsole ist auch nicht da. Gab's hier keine Konsole? Ohne Konsole wird das schwierig. Externe Sicht ist P. Ja, Kopf übrigens. Mal kurz hier so. R und Q, aha. Kraft benutzen mit F, okay. Das war schon WASD hier, jawohl. Oh, ja, okay.
Los, Warren, hau rein. Ladenü, schnell speichern, Daten, Datenpad. Neues Spielstart. Ah, wir sind Jedi. Nicht mehr, nicht weniger. Dieses Spiel erschien 2002 tatsächlich. Kann ich die Konsole erst in-game aufrufen oder? Ich bin da gerade total unschlüssig. Ich musste nicht mal einen Key eingeben. Ich dachte auch, es wäre älter. Ja, wir drücken Schiff. Okay. Jedi Outcast. 8 Jahre verwandeln sie den Sieg über das Imperium in der Schlacht von Endor. Doch die neue Republik ist noch immer bemüht, die Ordnung wiederherzustellen und ihre Feinde zu zwingen. Nachdem er das Tal der Jedi vor dem dunklen Jarek gerettet und fast selbst der dunklen Seite verfallen war, löste der einzige Jedi-Ritter Kalkatan seine Bindung zur Macht. Und wandte sich wieder seinem Leben als Söldner zu. Mit seiner langjährigen Partnerin Jen Ors unterstützt Kyle die Republik weiterhin im Kampf gegen die imperialen Hinterhältigen. Als die Hinterbliebenen den jüngsten Schritt zur Unterwerfung der Galaxis unternahmen, werden Kyle und Ren von der neuen Republik entsandt, den Planeten Kejim, eine lange ungenutzten Posten des Imperiums, zu untersuchen. Wie geht der Frame-Counter? CG-RAW-FPS? Der Ingame-Zwischensequenz. Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wirkt genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kejim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Kyle? Jen, seid Sie gegrüßt. Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kejim. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, ach, hören Sie besser selbst. Admiral Fire, ich habe noch... geschlagene Station auf Kejim. Wenn... müssen wir, wenn das Tal der Jedi Krieger der Wiedergeborenen... Das Tal der Jedi? Wiedergeborene? Wir glauben, dass diese Übertragung für Galak Faya bestimmt war. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lager nicht erzählen. Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne, dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. Sie. Ah. So viel zum Thema Vergnügungstour. Psst. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen.
Eine Sache, die Gesichtsanimationen sind ja deutlich besser als Elite Force, sind uns ja alle einig. Aber gegen Half-Life aus 1998 stinken sie nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Ich meine, gut, das hatte zwar nicht so Augenbrauen hochziehen und so ein Kram, aber irgendwie haben die Figuren in Half-Life einfach besser gewirkt. Das ist mein letzter Tag bei diesem Einsatz. Wirklich? Wohin bist du denn versetzt? In Sektor 7 war was frei, da habe ich mich beworben. Nicht schlecht. Das wird bestimmt ein ruhiger letzter Tag. So, jetzt Butter bei den Fischen. Geht das? Ja, geil! Okay, Freunde, warte. Wir speichern hier. Jetzt kommt nämlich der technische Teil, warum wir Threads rippen. Wir merken uns 37 FPS. SMP, wie ist Read Only? Warum? Warum kann ich das nicht ändern? SC-Cheats 1. Nein, on the fly geht's ja nicht. Sweet only. Fuck! SV-Cheats. Wer SV-Cheats kennt er nicht. Ich möchte gerne Multiprocessing aktivieren, aber. CS601. Nein, nein, nein! Cheats ohne S. SV Cheat. Nee. Geht das über Verlinkung? J haben wir das installiert. Z plus Z davor, okay. Singleplayer. So, jetzt hier plus Z R-SMP1. Wir wollen, dass beide Prozessoren benutzt werden. Ist 1, Default ist 0. Ja, jetzt geht's. Jetzt bin ich gespannt. 37 FPS haben wir uns alle gemerkt. Wunderbar. Spiel laden. Oder sehen wir es noch? 37 FPS. Hä? Was? Achso. Sein Memory Build. Wie schön, dass er auf dem Memory Build den Frame Counter auch drin hat. Ja, Safegame macht den Screenshot, ja. Bitte warten, Ihr Spiel wird geladen. Man weiß natürlich nicht, ob es fehlerfrei läuft. Quake 3 lief wunderbar damit. Die Engine kann es eigentlich. Auf jeden Fall flackert schon mal der Ladebalken. Ach, guck mal hier, es fehlen Texturen. Warum fehlen Texturen, Jane?
Was sind die Texturen gelassen? Shit. Oh nein. Oh nein. Ja, habe ich gerade gemacht. Hey, die Performance war toll. Ja, das Spiel hat dann wahrscheinlich Schluck auf. Schwengeldengel, Schwengeldengel. Mr. Monokel. Wupp, wupp. Warum lädt denn das so lange? Da ist eine fucking SATA-Platte drin. Das ist anscheinend sehr CPU-intensiv, die Ladepause. Also Hamburger Tiger. Bitte warten, ihr Spiel wird geladen. Passiert da noch was? Verdammt. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Bräuchte da irgendwie so ein Pre-Cache oder sowas. Mal guck dir mal die Brightness an, ey. Wuhu! Zum Bit wieder. Kannst du so in die Story neu starten? Können wir machen. Es war einmal da hinten. Windows neu installieren. Top Tipp. Brauch vielleicht ein bisschen mehr Amazon. Kühler ist eiskalt. Also keine Wärmeübertragung. Hast vermutlich recht. Zu wenig passte. Ja. Lichtschwerde sein. Batterie leer. PC komplett bauen. Ja, neu bauen, ja. Aber hey, die Performance war besser, ja. Auch wenn er Texturen vergessen hat. Jetzt flackert wenigstens der Ladebalken nicht. Vielleicht das Spiel mal patchen. Das ist eine gute Idee, in der Tat. Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Na, siehst du? Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wird genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kejim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Kyle, Jen, seid Sie gegrüßt. Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kejim. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute... Ja, hier geht einfach auf gar nichts. Admiral Fire. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Geschlagene Station King. Was ist jetzt passiert? Müssen wir wenden? Das Tal der Jedi verbringen. Krieger der Wiedergeborenen. Und die Stormtrooper sehen ja fast genauso aus.
Das war knapp. Und Absturz. Ja, vielleicht gibt's ja einen Patch, ne? Das macht die Waffe aber Texturen. Wir starten mal das Windows neu. So, wie ist das? Jedi Knight, Jedi Outcast, Patch. Four Players. Ach du Scheiße. Der 104er Patch. Der wurde siebenmal die letzte Woche runtergeladen. Na, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass der noch da ist. Falls der Download nicht gestartet wird, klicken Sie bitte hier. Was haben Sie geladen? Er wird nicht gestartet, also klicke ich hier. Da ist er. JK up. JK up. Before you go go. So, jetzt wollen wir hier wieder meinen Platter einsetzen. USB-Sticky! Whee! Come with me, bro. Ja, es ist halt eine Sache, ne? Die werden es wahrscheinlich nicht aus Spaß an der Freude schreibgeschützt haben. Die haben es wahrscheinlich... Das ist halt in der Engine drin. Und die haben es wahrscheinlich dann extra schreibgeschützt gemacht, weil sie es nicht supporten wollten oder so. Aber John Carmack hat das damals so rausgehauen. Du brauchst halt ein NT-Betriebssystem, damit der zwei Prozessoren benutzen kann. Und Quake 3 ging damit ab wie Schmidts Katze. Hau rein, Flo! Meint ihr, wir finden heraus, was die für ein Speicherinterface hat, die Karte? Ich weiß gar nicht, wie Riva-Tuner ich habe. Powerstrip. Riva-Tuner. DXDiag zeigt doch nicht das Speicherinterface an der Karte, oder? Ja, GPU-Set, ja. Ja, warum sollte die zweite CPU nicht da sein? Aber hier 64 MB RAM, aber da siehst du nichts zum Speicherinterface. Ich habe Riva Tuner im Angebot. Meinst du in der Echse? Wo ist denn das, wenn dann? Ich wüsste jetzt nicht, wo das da ist. Eider. Na egal, wir nehmen mal die Performance hin, wie sie ist. Und gut ist. Hallo?
Was wollte ich denn jetzt? Ja, mach dich weg, Riva Tuna, ist jetzt egal. Hau ab! Danke. Habe ich den Stick überhaupt schon eingesteckt? Sollte ich. So, da ist er. Fehlerbehebung, bla bla bla. So. Okay. Also hier siehst du, sind auf jeden Fall beide. Wir nehmen mal die normale Echse. Geiler Beat, ja. Willkommen bei, willkommen bei, willkommen bei. Das ist so typisch Quake 3 Engine. So, es ist jetzt wieder easy, ganz normal. Read only, ja. Doesn't work. Und INI gibt es bei... Es gibt eine Config, ne? Aber... Jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist eins, okay. Das wird wahrscheinlich genauso komisch laufen. Es ist ja aktiviert, du siehst es ja im. Du siehst es ja in der Konsole. Das macht da keinen Unterschied. Der mag zwar beim Starten die Config abrufen, aber. Das, was ich in der Verknüpfung schreibe, overridet das ja. Das ist jetzt 32-Bit. Natürlich, das ist Windows 2000. Aber er benutzt jetzt theoretisch beide Prozessoren. Probier bitte mal 32-Bit. Ach so, Texturen meint ihr. Ah. Buff. Nee, wir machen nochmal 16. Erst machen wir nochmal 16. Ist ja jetzt gepatcht. Vermutlich läuft es einfach nicht mit Multiprozessor. Pitsche Patsche. Pinke Panke, Pinke Panke. Hui, hui. Rechtes Bein, linkes Bein, aufstehen oder hinsetzen. Star Wars! Ja, der Patch hat es viel besser gemacht. Super Patch. Dann halt mit Single-Prozessor und Gammel-Performance.
Dann gehen wir auf 32 Bit. Ich denke mal. Good evening. An der Stelle hatten wir 37 mit 16 Bit. War 32 Bit. Sehen wir, was passiert. Sie haben sich wenigstens am Interface komplett am Vorgänger orientiert. Ich nehme, wie gesagt, also es ist wie gesagt, jedes Entwicklerstudio, auch wenn sie sich die Engine geholt haben, macht ja dann sein eigenes Bier so ein bisschen damit und wahrscheinlich haben sie es einfach nicht, supporten sie es einfach nicht. Na, OpenGL und Fenstermodus ist ganz schlechte Idee. Das ist einfach, der Multiprozessor-Support wurde nicht gepflegt seitens des Herstellers, weil zu dem Zeitpunkt ja auch keiner so ein System hatte und fertig ist. Das heißt natürlich, wir hängen jetzt gnadenlos im CPU-Limit. Der Pentium 3500 ist zwar ganz nice, auch in Kombination mit der Grafikkarte. Die Grafikkarte unterstützt ihn ja ganz gut, aber ja. Ist halt so lala. Ey, sie haben Texturen vergessen. Schon wieder. Du siehst nicht mehr aus wie Jen. Auf Jen geschossen. Ja, Geometriedetail auf hoch ist halt hardcore, ne? Mission gescheitert. Jen Ors ist tot und Cracky trinkt nichts. War ja mein Gedankengang dahinter, die beiden kleinen Prozessoren zu, gemeinsam das hier bewerkstelligen lassen, um dann halt die Performance zu sehen. Ja, ja, das stimmt wohl, Elu. GTS 404. Sowas haben immer die anderen, aber sowas habe ich nicht. Wolfenstein ist auf dem Index. Und Elite Force meine ich, hätte ich mal ausprobiert und das Command ist gar nicht drin in Elite Force. Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wirkt genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kejim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Probleme. Kann ich diese Sequenz nicht Verschwörungstour geschickt. Kyle, Jen, seien Sie gegrüßt. Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos.
Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kedjim. Ah, okay. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, ach, hören Sie besser selbst. Admiral Fryer, er wird... Schaut noch... Ja, wir haben es doch schon gehört. Station auf Kid. Wenn... Psst. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Das ist mein letzter Tag bei diesem Einsatz. Wirklich? Wohin bist du denn versetzt? In Sektor 7 war was dran gehabt. Überhaupt nicht schlecht. Das wird bestimmt ein ruhiger letzter Tag. Wir sneaky peeky mal. Blaster, der war bei Jedi Knight so geil. Hier ist er. Oh Mann. Was war das? Ich weiß wieder, was mich gestört hat. Man hat immer das Gefühl, man ist daneben. Was war denn das? Ich werde versuchen, die Tür irgendwie zu öffnen. Warte hier, Jam. Kurz gesagt, das Ballern hat sich einfach nicht so gut angefühlt wie im ersten Jedi. Oh. Ja, gute Nacht, Old Fart. Servus, Mr. Rambo C. Ich habe damals unter Leiden habe ich mit meinem Pentium 3 450 und der Voodoo 3 3000 hab ich mit übelstem Geruckel Elite Force durchgespielt. Und danach wusste ich, es ist Zeit für ein Upgrade. Und dann kam dann der Duron 700. Diese Quake 3 Engine Spiele, die bauen so krass CPU-Dampf. Ja, der Blaster macht nur im zweiten Feuermodus Spaß, aber irgendwie schießt man immer daneben. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Es fühlt sich total... Ich meine, klar, meine Performance ist gerade hier ziemlich für den Sack, aber... So ist ein bisschen besser. Das scheint wohl auch eine 64. Die Hinterbliebenen haben normalerweise ziemlich strenge Sicherheitsvorkehrungen. Durchsucht die Offiziere nach Zugangskarten. Hat es funktioniert? Nein, aber wenigstens genießt du jetzt die allgemeine Aufmerksamkeit. Neutrophieren! Jen! Revive me! Jen!
Es macht nicht wirklich Spaß. Sorry, dass wir dem Spieler jetzt nicht so gerecht werden. Eine Idee habe ich noch. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das jetzt hier habe oder nicht. Das ist ein Stormtrooper im Kopf, ja. Got Stormtrooper in my head. Ich denke, mit SMP wird es besser laufen. Also ich denke, wir sind sowohl im Grafik- als auch im CPU-Limit, je nach Situation. Also mit 16-Bit lief es ein bisschen besser. Aber ich denke, wenn er beide Prozessoren benutzen könnte, wäre es nochmal deutlich cooler. Aber gut. Ich schaue mal, ob ich hier was habe. Oder halt nicht habe. Ich habe was. Ist mir das eigentlich ziemlich egal. Aber wir probieren das jetzt mal aus. Schauen wir mal. Und dann machen wir Schluss. Dann schauen wir uns den 3D Mark 2000 Demo an und dann ist gut. Aber wir probieren jetzt mal kurz was aus. Wir kopieren gerade. Das haben wir. Boah, das war schon ziemlich wow. Das war schon. Hui. Das kennt ihr bestimmt auch noch. So. Die ganzen Pros da draußen. Aber das war schon wow. So. Also es ist nicht Quake 3 Arena, oder? Sehe ich das falsch? Es geht ja auch um den technischen Aspekt hier. Hallo? Ich habe es doch eigentlich noch ausgelassen, nicht? Nimm mir jetzt ja manchmal hier Schluck auf, wenn man so Sachen startet. Just Windows 2000 things, I guess. Hallo. Du hast 10 Cores angegeben. Nee, man kann ja nur an- und ausmachen. Meinst du? Und die Config mal löschen? Welche Konsole muss man denn immer ein Leerzeichen davor? Ah, Draw FPS war es nicht. Show FPS? Time Demo? Time-Demo? Naja.
DG. Ach, er war bei Half-Life. 100. Wie das einfach Default kein WASD hat. War das mit Max FPS? Komm. Max FPS. Ist aber noch gelockt. Müssen wir restarten oder was? Time Demo ist Shield Protected. Keine Demo da. Verdammte Axt! Scheint nicht so recht zu wollen, ne? Macht mal nix. Ja, es geht ja jetzt um mein. Es geht ja jetzt. Mir geht es ja jetzt um den Multiprozessor-Support. Do not modify. Max Game Clients. Raw FPS ist 1. Okay. Raw 2D, bla bla bla. Fragment auf 0 stellen, ja. Ja, echt schade. Also wahrscheinlich die Vollversion macht's wahrscheinlich, weil
Mit der haben sie es damals auch mal dargestellt und so. Startet es wieder nicht. Scheint auf jeden Fall sehr anfällig zu sein. Was ist das für eine Datei? Eine Batch? Neue Maps. Tunnel. Sehr hell das Windows. Ja, das ist Tunnel Vision. Ach, komm, weg ist wieder raus. Kann ich? 125. Ne, also 100 scheint Max zu sein in der Demo. In der Testversion. Ach. Zero. Null geht auch nicht. Eins. Fünfzehn. Will ich 115? Ich möchte 15. Das sind 15 F. Müssen doch reichen, oder? Nacht für Nacht. Ja, wir haben es damals auch von LAN-Party und ich hab die halt noch. Das ist total lustig. Wie ist denn das hier überhaupt? Wenn die Echse nur so läuft. Sind auch beide zugewiesen, ja, aber. Gut, insofern wir da nicht in ein Limit kommen, können wir auch das nicht simulieren. Egal. War schön. War sehr lustig mit euch. Ich muss auch ins Bett, morgen ist ja wieder früh raus und so. Das heißt, wir genehmigen uns jetzt natürlich zum Abschluss
die grandiose Demo von 3D Max 2000. Ich wünsche euch was. Ich werde danach den Stream ausmachen. Und sag mal bis zum nächsten Mal. Machen wir nur einen Taskmanager. Ja, was soll. Aber was soll sich da ändern? Wir machen jetzt Schluss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Thank you.
power. I got the power. Yeah, I got the power. I got the power. I got unlimited power. I got unlimited power. I got the power. I got unlimited power. It's running the game. We are not playing the same. I was just going insane. From red to blue, from blue to red. The deck from red from overhead. We're playing.